prägendste Reise war mit Sicherheit, waren die Reisen nach Äthiopien ganz sicher. Und so der kleine Trip, den ich mal zum Nordpol gemacht habe, wirklich. Also das ist etwas, das macht man, glaube ich, nur einmal im Leben, weil es wahnsinnig anstrengend war. Und insofern war das ein Ziel, das man sich wirklich erlaufen und erarbeiten musste. Und das ist eigentlich immer das Schönste. Das ist so wie in den Alpen Berg hochzulaufen. Wenn du dann oben bist, ist es großartig, sich mit einem Hubschrauber da hochfliegen zu lassen. Würde auch gehen, ist aber nur halb so schön. Ich finde auch Deutschland unheimlich schön, tatsächlich. Ich entdecke jeden Tag neue Dinge. Bin hier zum Beispiel unheimlich gerne am Rhein. Das ist wirklich einer meiner Lieblingsplätze. Es gibt eigentlich fast überall, wenn man sich dann mal intensiv mit der Gegend, in der man gerade ist, auseinandersetzt, gibt es wunderschöne Plätze. Und es ist eigentlich fast egal, wo man ist. Moderator Markus Lanz reist aber nicht nur privat, sondern auch beruflich sehr viel. Für seinen Muttersender war er bereits zum dritten Mal in Äthiopien, wo er die Probleme des Landes hautnah miterleben konnte. Eine ebenso prägende, wenn auch ganz andere Reiseerfahrung war sein Aufenthalt im Vatikan. Diese Tage da im Vatikan gehören wirklich zu den spannendsten meines Lebens. Ich denke da heute noch dran zurück, vor allen Dingen deswegen, weil wir damals auch das Glück hatten, den damals noch Kardinal Ratzinger zu treffen. Alles, was der da erzählt hat, das hätte man einfach so in Blei gießen können, drucken können und einfach als Buch veröffentlichen können. Und es wäre vermutlich ein Bestseller geworden. Und insofern habe ich mir dann gedacht, gut, dann stelle ich ihm jetzt mal eine ganz schlichte Frage und frage ihn einfach mal so im Spaß, ob er denn mir wenigstens jetzt mal sagen kann, wie der liebe Gott aussieht. Und es war eine fantastische Antwort und sagte dann damals irgendwie, dass man dachte so kurz nach und sagte, also bei dem Papst, er meinte Johannes Paul II., da sieht man manchmal schon so was Göttliches durchschimmern. Ich habe neulich einen schönen Begriff gelesen, da wurde beschrieben, warum der Einfluss der Kirche als Institution so wichtig ist, nämlich deshalb, weil es eine sogenannte Softpower ist. Ja? Gerade in einer Zeit, in der immer mehr Konflikte, internationale Terrorismuslage und so weiter bewaffnet ausgetragen werden, eine Kraft, die dem ganz anders entgegenwirkt, nämlich einfach nur mit einer Art von Moral, mit einer Art von Theologie, mit einem Überbau, der eben ohne all das auskommt, dass so eine Kraft immer wichtiger wird. Seine freie Zeit verbringt Moderator Markus Lanz am liebsten auf Reisen. Dann allerdings nicht erholsam und luxuriös im Fünf-Sterne-Hotel, sondern ganz individuell und abenteuerlich in Ländern, die nicht unbedingt in den üblichen Pauschalreisekatalogen zu finden sind. Mein schlimmster Albtraum ist in so einem LTU, TUI, wie auch immer, Flieger so zusammengepfercht oder Condor, wo auch immer, drin zu sitzen mit 3000 Leuten, die dann alle nach Malle wollen. Das ist einfach nicht meins. Also ich kann verstehen, dass man das gut findet. Für mich ist es nichts.